Wir können jetzt nach und nach die ganzen Flurschäden beobachten, die aufgrund des Haushaltsdebakels und der Regierungskrise jetzt ausgelöst werden. Die nächste Branche, die nun massiv in Bedrängnis gerät, ist eine der wichtigsten überhaupt, und zwar die Landwirtschaft. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und man muss wirklich nur die Augen aufmachen und sich anschauen, was aktuell in Deutschland vor sich geht. Und man sieht wirklich, dass die Ampelregierung eigentlich jeden Tag aufs Neue die Axt wirklich an das Fundament der ganzen Wohlstandsgenese in Deutschland legt und jede Menge darauf herumhackt. Und wir sehen jetzt hier beispielsweise diese Meldung vom Deutschen Bauernverband: Zu viel ist Schluss. Gemeinsamer Aufruf vom DBV und LBV zur Demo und Kundgebung. Das heißt, die werden am Montag schon um 7 Uhr morgens da am Brandenburger Tor auftauchen mit Traktoren und so weiter und dort mal so richtig Krach machen. Und das kann ich gut verstehen, denn die Entscheidungen jetzt zum Agrardiesel und der Steuerthematik werden die Landwirte jetzt massiv belasten. Und ein Landwirt, das habe ich hier auf X gefunden, fasst die Lage mal so ein bisschen zusammen. Und ich möchte euch dieses Video hier natürlich nicht vorenthalten. Schauen wir mal kurz rein, was dieser Landwirt hier zur aktuellen Situation und zur Ampelregierung zu sagen hat. Ich bin 25 Jahre alt und stamme aus Salzgitter-Rentner. Die Agrardiesel-Rückvergütung ist historisch gewachsen. Sie kommt daher, dass eine Steuer auferlegt worden ist für die Reparatur und Instandhaltung der Straßen. Die Landwirte verbrauchen unser Diesel allerdings auf den Feldern und auf den eigenen Feldwegen, die wir selbst unterhalten, selbst reparieren und selbst neu bauen. Daher wurde uns die Agrardiesel-Rückvergütung bisher gewährt. In Frankreich werden 50 Cent ausgezahlt, in Niederlande 45, in Polen 35, in Belgien dürfen die Landwirte mit Heizöl fahren. Uns wurden bisher 21 Cent pro Liter ausgezahlt. Diese fallen jetzt weg. Ist das der richtige Weg für eine gut strukturierte Landwirtschaft mit Bauernfamilien? Ich habe den Betrieb mit 20 Jahren übernommen. Ich habe viel investiert auf meinen Betrieb in GPS-Systeme, in Reifen- und Regelanlagen, um den Dieselverbrauch meines Betriebs zu verringern. Allerdings bin ich, glaube ich, mehr momentan damit beschäftigt, mich gegen die Gesetzesvorhaben der Regierung zu engagieren, als die Lebensmittel zu produzieren, was eigentlich mein Beruf ausmacht. Ist das der richtige Weg für die Zukunft, frage ich mich. Ja, da hört ihr es perfekt zusammengefasst hier von diesem Landwirt. Was nämlich passiert ist, wenn man alles immer weiter mit irgendwelchen Abgaben belegt, dann schafft man in einer Branche natürlich nicht nur immer mehr Kosten und Kosten, sondern natürlich auch immer mehr Ungewissheit und Unsicherheit, vor allem aber auch eine unfassbare Bürokratie da bezüglich, weil die ja die ganze Zeit immer überlegen müssen, hey, wo muss ich jetzt wieder was genau einhalten an irgendwelchen Normen und so weiter. Und irgendwann ist der Landwirt so frustriert wie hier dieser junge Herr, weil er überhaupt gar nicht mehr Zeit hat, überhaupt seiner Arbeit nachzugehen. Ja? Und dann kommt wieder die Regierung auf der anderen Seite, weil sie erst diese ganzen Probleme erschaffen hat und sagt dann wieder: Ah, okay, jetzt geht es ja den Landwirten so schlecht, na dann machen wir jetzt wieder irgendeine Subvention für die und dann müssen sie sich wieder auf die Subvention bewerben. Und die erkennen gar nicht, dass sie einfach sowohl Subventionen als auch die ganzen unnötigen Abgaben einfach sukzessive herunterschrauben müssen, weil dann wird nämlich alles auch wieder unbürokratischer und einfacher in der Umsetzung und die Wirtschaft kann nämlich das tun, was sie am besten kann: Wohlstand generieren. Und das Krasse ist ja, wenn man wirklich jetzt sagt, wir wollen ja in Deutschland den grünen Stahl erhalten und all diese Arbeitsplätze und so weiter, dann vergisst man dabei völlig, dass die wichtigste Branche, nämlich die, ja, wie soll ich sagen, also, dass man eben Nahrungsmittel und Lebensmittel hat, das ist ja wohl noch viel wichtiger als grüner Stahl. Den kann man im Zweifel immer irgendwoher anders kaufen. Aber stellt euch mal vor, es gibt eine richtige Krise und man hat auf einmal viel zu wenig landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel. Das ist doch eine der wichtigsten Kernbranchen überhaupt. Und wenn man sich jetzt mal das alles im Detail anschaut, ne, die ganzen Abgaben und Normen, schaut euch mal das an. Das ist eine Unfassbarkeit. Die Steuer auf 1 Liter Agrardiesel beträgt bis zu 25,50
41,26 Cent. Die geplante Steuererhöhung auf Agrardiesel sind weitere 41 Cent. Dazu kommt noch 8 Cent CO2-Steuer plus 0,3 Cent Bevorratungssteuer. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Und aktuell 26,8 Cent Mehrwertsteuer. Insgesamt sollen auf 1 Liter Agrardiesel also fast 82 Cent Abgaben gezahlt werden. Zusätzlich werden die Steuern auf Transporte dann auch noch natürlich kommen. Mautgebühren 16,9 Cent je Kilometer und die CO2-Steuer auf 45 Euro je Tonne Mineralöl erhoben. Dann kommt natürlich noch ab Juli nächsten Jahres, auch das war jetzt auch im Rahmen der Mauterhöhung, eben bei den kleinen Lastwagentransporten ab 3,5 Tonnen das Ganze zu stehen, ja. Und die Kraftfahrzeugsteuer auf Landmaschinen soll für einen mittleren Trecker mit Abgasreinigung 120 PS 8500 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht auf 427 Euro pro Jahr erhöht werden. Ich meine, wen wundert es da noch, dass diese Leute jetzt irgendwann sagen, wir haben die Schnauze voll, wir können das alles nicht mehr stemmen. Und es geht auch alles nicht mehr. Man sieht jetzt auch hier beispielsweise in Sachsen-Anhalt, habe ich gerade hier bei dem Abgeordneten Ulrich Siegmund gesehen, der hat gesagt, dass jetzt hier vor dem Landtag in Sachsen-Anhalt auch schon die ersten Demonstrantenzüge hier zu sehen sind. Schaut mal. Guck mal, die Landwirte demonstrieren hier heute bei uns vom Landtag. Und ich finde das sowas von klasse, weil die sich dagegen wehren, dass sie eine Politik vor allem aus Berlin, aber auch aus Brüssel ausbaden müssen, die einfach nur unfassbar ist, weil ihre harte Arbeit überhaupt nicht mehr gewertschätzt wird. Sie sind extrem Wettbewerbsnachteilen ausgesetzt und sie sind vor allem einer Politik ausgesetzt, die einfach weltfremd ist, weil diejenigen, die das aktuell beschließen, überhaupt keine Ahnung von dem haben, was sie eigentlich machen. Und deswegen meine persönliche Bitte, hinter allem, was wir essen, hinter allem, was wir zu uns nehmen, steckt ganz viel harte Arbeit von den Kollegen. Und deswegen möchte ich einfach mal meinen Dank, meinen Respekt zollen. Und aber das ist das Problem, wenn man Politiker ans Ruder lässt, die keine Ahnung haben von dem, was sie da beschließen. So ist es, ja. Und jetzt muss man noch mal eine Sache sagen. Das alles im Kontext, dass die eben den Haushalt massiv verbockt haben. Und jetzt müssen halt eben unter anderem die Landwirte das Ganze ausbaden. Und ich meine, man muss sich das ja nur mal vorstellen, von wegen, es ist ja nicht genug Geld da und so, ne? Schaut euch einfach mal an, ne? 12 Milliarden Euro werden verpulvert in aller Welt für Entwicklungshilfe. Und das bringt noch nicht mal etwas. Hier ein perfekter Gastbeitrag von Rainer Zittelmann, den ich sehr schätze und auch sehr gut kenne hier, der mal richtig gut zusammengefasst hat beispielsweise. Er schreibt hier 315 Millionen Euro für Busse und Radwege in Peru. Ja, statt dass man einfach mal hier zu Hause in Deutschland guckt, was ist eigentlich hier wichtig für die Wirtschaft. Ja, und jetzt hat er hier auch noch hervorragend zusammengefasst, wie eben diese ganze Entwicklungshilfe, die dort zum Beispiel in den einzelnen Ländern wie Tansania und so weiter geleistet wird, eben sogar zu mehr Problemen führt als zu Lösungen. Ne? Unter anderem in dem Buch Wir retten die Welt zu Tode. In 2 Jahrzehnten wurden in Tansania 2 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfemitteln für den Straßenbau ausgegeben allein. Aber das Straßennetz ist überhaupt gar nicht besser geworden, ja? Weil die Straßen nämlich gar nicht instand gehalten wurden dort, verfielen sie schneller, als die Geldgeber überhaupt neue bauen konnten, ja. Und zum Beispiel hier in dem Buch Dead Aid wird jetzt hier zum Beispiel auch berichtet von Dambisa Moyo, ja, die aus Sambia selber stammt, dass 85% der Fördergelder für ganz andere Zwecke verwendet wurden als ursprünglich vorgesehen. Und das, was in den Ländern dadurch eben auch gefördert wird, ist eben Korruption, weil dann die Regierungen dort auch weniger Anreize haben, Politik für die Bürger zu machen, wenn sie ständig Geld aus dem Ausland bekommen. Und natürlich noch Bürokratie. Ja, also die haben dann da in Tansania eine unfassbare Bürokratie geschaffen, statt tatsächlich das, was eigentlich dort wirklich helfen würde, indem man eben mehr Handel mit diesen Ländern betreibt und die sich von selbst auch entwickeln lässt, ja. Aber das hören wir natürlich nicht gerne, vor allem wenn wir die Ideologie haben, dass wir einfach glauben, wir würden irgendwo Geld raufschütten müssen, was wir eigentlich gar nicht haben, was wir eigentlich bräuchten für die hiesige Wirtschaft zu Hause, ja, und womit wir dann sogar mehr Schaden mutmaßlich anrichten, als wir überhaupt an Nutzen dort bringen. Und zu Hause in Deutschland kommt eine Abgabenorm nach der anderen. Jetzt habe ich hier schon das Neueste gesehen. Das zeige ich euch jetzt auch mal, ja.
Da habe ich mich nämlich so gewundert, wir kaufen immer hier so das Wasser, ne? Habe ich mich so gewundert, hä, warum machen die denn neuerdings diesen Deckel da so ran? Das ist ja total nervig, ja, weil so kann ich ja gar nicht mehr aus der Flasche trinken, wenn ich unterwegs bin und so. Also was mache ich? Ich ziehe natürlich diesen Deckel ab, was aber total umständlich und schwierig immer ist. Und da denke ich mir so, das hat doch eigentlich immer wunderbar funktioniert. Wie kommen die auf so eine Idee, dass man das jetzt den Deckel da so fest anbringt, ne? Und dann habe ich mir so überlegt, schauen wir einfach mal, woran das liegt. Und wie so oft hätte ich auch gleich kommen können. Na klar, eine neue EU-Norm, ja? Und warum? Weil wir Deutschen jetzt und die Leute in der EU jetzt anscheinend die ganzen Deckel immer irgendwo hinschmeißen in die Walachei. Wobei ich das erstmal jetzt stark anzweifeln möchte. Und jetzt aufgrund von Klimagründen dieser Deckel fest angebracht werden muss. Also immer, wenn man im Alltag irgendwie merkt, dass irgendwas gerade wieder nerviger geworden ist, dann weiß man, ah, da hat gerade wieder die EU irgendwie ihre Finger im Spiel gehabt.